Ziel des EVZ-Projekts Das vergessene Gedächtnis ist der Aufbau einer musealen Sammlung zur Geschichte der Sinti und Roma in Europa. Wesentlicher Bestandteil dieser Sammlung sollen Videointerviews mit NS-Zeitzeugen oder deren Nachfahren sein. Meine Aufgabe als Videoredakteur besteht darin, zunächst einmal dafür das nötige Equipment zu beschaffen, dann für ein immer gleiches Aufnahmesetting zu sorgen, die Videointerviews zu drehen, anschließend das gedrehte Material zu sichten, zu transkribieren und es nachher für die jeweilige Verwendungsform in geeigneten Formaten auszuspielen. Das Ganze bezeichnet man als Konfektionieren. Damit diese Videointerviews nachher eine gewisse Einheitlichkeit haben, habe ich auch einen Video-Style-Guide erstellt, in dem eben sämtliche technischen Vorgaben enthalten sind, sodass eine gewisse Kontinuität sichergestellt ist in diesen Video-Interviews, auch über die Projektlaufzeit hinaus.